Hallo zur Runde, gut. Ich teste jetzt gerade den Renault Zoe. Claudio Schiesel ist heute unterwegs auf dem Spielbergring. Und ja, es geht um E-Mobility. Wie könnte man besser eine Folge beginnen als mit 65 km/h? So mehr oder weniger. Gut getestet. Das Mikrofon zwischen den Beinen und eine hübsche Dame auf dem Beifahrersitz. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Außer, dass ich abnehmen muss, aber das ist eine andere Geschichte. Aber so, also ihr seht, das Fahrverhalten des Renault Zoe im Kurvenbereich ist äußerst sportlich gehalten, um es mit den Worten eines ehemaligen Kabarettisten, Autoenthusiasten zu sagen. Und Outdoor-Enthusiasten, nämlich, wie hat er nochmal geheißen, fällt mir selbstverständlich nicht gerade ein, Gunther Philipp. Der hat das ja auch immer sehr gut gesagt. Ja, was machen wir da? Wir machen ja jetzt eine Probefahrt mit dem Renault Zoe. Heute sind nämlich diese Elektromobilitätstage in Spielberg. Und unter anderem kann man da mit Renault als auch mit Jaguar, Nissan, BMW und VW Modellen fahren, testfahren und sich sozusagen eine, wie soll ich es am besten formulieren, Probefahrt reinziehen, in der man ausprobiert, wie man mit der E-Mobilität zurechtkommt oder auch nicht. Ja, jetzt bin ich nicht unbedingt der sportlichste Fahrer, aber ich bin jemand, der vor allem eins, nämlich präzise Lenkungen, schätzt, und das muss man sagen, kann dieses Modell. So. Ja, die Fahrt geht langsam ihrem Ende zu. Das, was natürlich bei diesem Fahrzeug auffällt, es ist nun mal die Automatikschaltung. Für Leute wie ich, die eher Schaltgetriebe gewohnt sind, ist das ein bisschen ungewöhnlich, aber man hat halt eben ein Pedal auch unten weniger. Die E-Mobilität wird aber insgesamt ja ein Trend sein, der uns die nächsten 10, 15 Jahre bei der Umstellung auch, wie soll ich es am besten formulieren, begleiten wird. Preislich wird sie es aber noch eine Zeit lang nach unten reduzieren müssen. Warum? Logischerweise Fahrzeuge, die so groß wie ein VW Golf sind, aber zwischen 30.000 und 40.000 Euro kosten, sind nun mal für den Otto Normalverbraucher keine Alternative, es sei denn, man gibt eben genug Förderungen dazu. So, und wie bei Akte X sind wir jetzt langsam in einem dunklen Tunnel angekommen. Das soll noch nicht heißen, dass das das Ende der E-Mobilität ist, aber wir stehen am Anfang einer neuen Ära, aber am Ende einer Reise. Danke fürs Zuschauen. Ihr seht dann auch noch ein paar Interviews und ein paar Beiträge direkt vom Spielbergring. Und bis demnächst, wenn es wieder heißt Inside Politics oder On the Grid, mehr als Tagespolitik. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.